Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park. Direkter cholera Zerreißprobe. Ja, am Wochenende habe ich leider keine Zeit gehabt. Ach, unser kleiner Freund und Helfer. Dass ich nichts aufnehmen habe können und jetzt versuche ich so viel wie möglich aufzunehmen. Also, machen wir uns den Job. Ich könnte echt ein paar hundert mehr wie dich gebrauchen. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr zu erledigen. Willkommen im Team. So macht man Straßen. Wie wär's damit? Du tust, was wir sagen und wir erschießen dich nicht, okay? Okay. Hast du was zu cool, sagen? Cool, wie du den Verbrechern das Handwerk legst, kleiner Hilfs-Sheriff. Ja, dann gehen wir mal. Wir haben nichts mehr zu tun. Denke ich mal. Haben wir irgendeine spezielle Craft erhalten? Ja. Irgendwas von Cartman? Da leider nichts speziell und hier auch nicht. So, den ist Mutantenstärke. Ah, das ist neu. Was haben wir hier Neues? Stoppschild sieht so aus. Crafting können wir was Neues. Ja. Frisbee-Scheibe. Frisbee. Eine Frischbescheibe herstellen. Neues Kostüm, aber zu wenig Stoff. Schade. Karte. Karte. Meistere die Raisins. Findet sie in Yao. Kuhn. Seine Katzen wiederfinden. Assawattenkammerparty! Arschlord, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Oh je. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Vielen Dank. Ja, da haben wir schon. Das erste. Also, wir sehen uns dann beim Kuhn-Versteck. So, wir sind jetzt hier angelangt und benutzen den Klum. Hol, Scrambles, schnell. Hol! Na, wo ist er da? Scrambles. Wo ist schnell? Schnell. Das müsste sein. Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon-and-Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Natürlich muss ich mich immer hier hinsetzen, weil da darf ich auch nicht. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Vielen Dank. Fühle okay, mich geehrt. Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Welche Mission? Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Naja, naja, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Ja. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Oh je. Assassine. Psychiker. Elementarist. Gadgetmeister. Assassine. Assassine. Psychiker. Psychiker. Elementarist. Blaster. Speedster. Blaster. Was nehmen wir? Elementarist. Blaster. Assassine. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Puh. Gadgetmeister. Assassine. Na, warum ist da gerade eine Katze bei Assassine? Elementarist. Elementarist. Blaster. Blaster. Speedster. Elementarist. Wie Storm oder Captain Planet. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Warte. Ich habe einen Bart. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war.
Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Die Aliens greifen an. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und einen Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Na bums. Oh. Er friert. In der Kälte gefangen, musste der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen. Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Die Einbrecher kamen her, nahe genug, um von einer Sandfalle erwischt zu werden. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde. Unmöglich. Ja, aber Schmerzen könnt ihr mir zufügen. Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Heilungsprozess. Ja, hallo. Ah, ich muss mich da heilen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine reinzimmern. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm. Magic. Aha, na bitte. Na bumm. Alle frieren, alle sind geschockt und ja. Oh. Ich glaube, die töten sich jetzt gegenseitig. Au, ich bin geschockt. Ja, durch den Schock tötet ihr euch gegenseitig. Nur noch er da. Er schockt sich selber und ist tot. Ja, ja, bla bla, okay. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Die Geschichte. Oh, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. So, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Charakterbogen. Ich kann wieder. Oh, ich kann die Menschen beschwören. Ah, wo ist meine Macht? Da, Kräfte. Ich nehme da einen Elementar. Der zieht so viel Schaden ab und der zieht 85 Schaden ab. Der zieht gar keinen. Na, das kann ich so lassen. So, und jetzt geht weiter. Ich werde. Jetzt labert mich jeder, wer irgendwer an der Straße an und sagt: Hey, Alter. Hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Ah! Ich musste es. Warte. Da war so ein Schnelllauf-Ding. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wohin deswegs? Ich muss zum Spielplatz. Kommt man am schnellsten hin? Lass uns gehen. Bitte schön. Oh je. Sechsklässler auch noch neben. Komm her! Ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Wheelies! Wir sehen uns, Viertklässler! Ich warte auf dich! Wheelie! Kann ich nicht. So, wir sind jetzt da. Flaschige kleine Pony ist eine echte Stadt. Er streift über die Spielplätze. Ach so, da ist eine Katze noch irgendwo versteckt. Die Frage ist, wo
Im Spielplatz war ich, glaube ich, noch nie da. Ah, wir haben... Ziemlich interessanter Abend gestern. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wäre dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Ich denke, das ist... Ist das ja auch eine Falle? Stan. Ja. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Das ist Stan. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du je Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleite-Geier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht da schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Jugendcard-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht! Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Cool and Friends, Freedom Pals, antreten! Civil War 2 hat begonnen. Oh je. Mir gegen sie. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Wie sollen wir aufgeben, wenn es peinlich wird? So, wir greifen die Tupperdose an. Sieh kein Fett! Alles schön und lustig, bis wir aus den Augen und Ärschen bluten. Hau rein, Neuer! Wen greife ich an? Kann ich ihn? Ja, ich kann Timmy angreifen. Und hab einen schlechten Angriff gemacht. Das gibt garantiert eine Narbe. Oh je, er hat sich gepeet. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Mikroaggression! Schlag ihn! Ha. Mikroaggression. Bam. Nein, das lässt du sein. Oh, hättest du diesen Zug gewollt, so ein Pech. Ich bin drin. Okay. Ich kann leider nur Super Craig einen Schub geben. Steht bereit, hier kommt Craig! Vielen Dank! Timmy! Nein, bitte nicht. Ich schicke kleine Kinder in den Kampf. Wir retten dich, Onkel Doktor! Hier kommt dein Tod! Oh, oh! Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Super. Ich bin dran. Auf die Tupperdose. So sieht's aus, Pyjama Pals. Ein Treffer reicht für einen Home Run. Oh ja, die Tupperdose. Macht ihr jetzt wieder seinen Zeit für die Tupperparty! Ja. Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. nein. So, ich kann die ja anwidern. Machen wir am besten. Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Na, jetzt verpisst er sich wieder. Ach, diese Kinder. Hau sie weg, Neuer! Mach mal wie kein Kindertod. Das habe ich kaum sehen. Mein Werkzeug ist bereit. Oh je. Es ist keine Zeit. Ah, Timmy kann ich angreifen. Timmy, du bist tot. Brennende Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. Er widert sich einmal nur an und dann ist er tot. Schaut alle her! Ich mag gleich was. Schaut alle her. Bah! Schau, wie mutig ich bin. Angriffsplan, Delta Gamma Willi, Puff. Peng, peng, peng. Du
blöder Pupsfutz. Ich bin ein kleines Kind, ich erschlage euch alle. Timmy, Timmy. Er ist tot, er hat sich angewidert. Ihr habt keine Chance, gebt auf, bevor es peinlich wird. Alter, warum? Was hast du gegen Moskitos? Sind alle angewidert, was wollt ihr von mir? Also los! So. Soll ich Tupperdose töten? Genau die sein können wir Tupperdose töten. Kaboom! Wie cool, dass durch mein Facettenauge ausgesehen hat! Alter, mach mal halblang! Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm! Von ihm bitte! Welches Blut? So. Jetzt geht nochmal Toolshit, der hat noch gar kein Leben verloren. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, mach mal halblang. Ah, hey. Laser online. Nein, er kann Supergrid verletzen. Ja. Ist gleich, okay, ja. Wenn du weinen musst. Nein, der kann keinen schlagen. Hab aber das Mädchen. Pause? Ja. Du warst böse. Deshalb habe ich dir den Hintern versohlt. Nein, nicht dein Ernst. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Los, Moskito. Sehr befriedigend. Geschafft. Und die Timmy-DNA, sag ich mal. Empathieverstärker. Ja! Gut Job, sag ich mal. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Okay, Leute. Das war's jetzt wieder einmal. Ja, ich finde, wir sind so wie X-Men und Marvel, aber sag's keinen. Also, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!